Hallo meine E-Bike-Freunde, heute sind wir schon fast am Ende von unserer E-Bike-Verschleiß-Teil-Tauschen-Serie. Es fehlt nur noch die Kette und darum soll es heute gehen. Ich werde euch zeigen, wie ihr die Kette demontiert und die neue Kette montiert, wie ihr die Kettenlänge beachtet, also dass ihr quasi die Kette nicht zu kurz macht, aber auch nicht zu lang lasst. Darum wird es auch gehen. Und dann wird natürlich im nächsten Video nur noch das Ganze eingestellt, also die komplette Schaltung wird wieder aufeinander abgestimmt und dann sind wir fertig, dann sind alle Verschleißteile getauscht und unser Antrieb ist für die nächsten, sagen wir mal ganz grob geschätzt, 1000 bis 1500 Kilometer wieder gut beieinander und dürfte durchhalten. Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Demontieren der alten Kette. Und das ist eigentlich gar nicht schwer. Das Einzige, was wir dazu brauchen, und das werdet ihr auch brauchen, das ist ein Kettennietwerkzeug. Das braucht ihr dann auch für die Montage der neuen Kette. Das werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Ich würde euch da empfehlen, nicht das Billigste zu nehmen. Ich habe da auch schon ein paar ausprobiert und die Billigen sind wirklich Müll. Also die taugen einfach nichts. Da brechen die Stifte ab, man kann die Pins nicht richtig verpressen. Kauft da wirklich was halbwegs Vernünftiges, also ich spreche so von, sagen wir mal, 20 bis 25 Euro. Ich werde auf jeden Fall das, was ich verwende, in die Videobeschreibung packen, weil mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich zeige euch das gleich mal, das sieht so aus. Das hat hier einen schönen Gummigriff, hat hier eine Schraube, womit man die Kette fixieren kann, hat hier einen Ersatzpin und man kann die Pins auch einzeln bestellen und ihr könnt hier einen Endanschlag machen, wie weit ihr den Pin, sage ich mal, einpressen wollt. Und das ist durchaus sinnvoll, ein sehr schönes Werkzeug für unter 30 Euro, mit dem bin ich sehr zufrieden, habe ich schon sehr viele Ketten getauscht, also das kann ich echt empfehlen. Gut, dann machen wir jetzt mal die Kette runter. Beim Demontieren muss man noch nicht viel beachten, als allererstes hätten die da komplett zurückdrehen, dass der Stift hier ziemlich weit zurückgeschraubt ist. Dann nehmt ihr eure Kette, legt die hier rein und dann schraubt ihr eure Schraube hier ran, dass quasi die Schraube hier gegen die Kette drückt, damit die nicht verrutschen kann. Und dann schrauben wir unseren Kettennieter einfach rein. Jetzt habe ich Kontakt auf dem Bolzen, der hier drin steckt und den kann ich jetzt, wenn ich hier schraube, einfach rauspressen. Das klickt dann auch immer so, wenn der aus seiner Führung rausspringt. Dann geht es meistens auch leichter zum Schrauben und beim Demontieren. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn man den Bolzen ganz rausmachen will, dann muss man einfach so lange drehen, bis er rausfällt. Wenn ihr den Bolzen nicht ganz rausmachen wollt, weil ihr die Kette zum Beispiel danach wieder montieren wollt, dann dürft ihr hier nur so lange schrauben. Also ihr merkt, hier geht es dann einfach und irgendwann wird es wieder schwer. Und dieser schwere Punkt wäre eben der Punkt, wo ihr den Bolzen dann ganz rauspresst. Ich presse den jetzt mal nicht ganz raus, weil ganz rauspressen ist einfach. Da braucht man nicht viel zeigen. So wird er jetzt halt noch hier drin stecken. Seht ihr das? Und dann könnte man die Kette nämlich problemlos, wenn man das wollte, jetzt könnte man irgendwelche Arbeiten am Fahrrad machen und dann könnte man das hier einfach wieder einhängen und von der anderen Seite den Bolzen wieder reinstecken. Kann ja sein, dass man die Kette irgendwie nur mal aufmachen muss, weil man irgendwas an der Kurbel machen muss oder irgendwas anderes. Ja, jetzt kommt die alte Kette weg. Und dann wird natürlich die neue Kette montiert. Nachdem wir jetzt die alte Kette demontiert haben, müssen wir natürlich die neue Kette montieren. Und hier stellt sich natürlich jetzt gerade beim Kauf dann die Frage, was für eine Kette soll ich überhaupt kaufen? Jetzt ist es so, dass die meisten E-Bikes leider, und ich sage wirklich leider noch, mit der normalen HG95, also mit der normalen XT-Kette ausgestattet werden. Das ist eine wirklich super Kette fürs normale Mountainbike, meiner Meinung nach aber für ein E-Bike ein bisschen zu schwach. Und deshalb gibt es von KMC zum Beispiel spezielle Ketten für E-Bikes, die sind ein bisschen robuster und halten auch ein bisschen länger. Und das macht wirklich Sinn, da 15 Euro mehr auszugeben. Also so eine XT-Kette kostet zwischen 20 und 25 Euro und die hier zwischen 30 und 35 Euro. Und das macht natürlich durchaus Sinn, dass man da 15 Euro mehr zahlt, weil die Kette hält deutlich länger. Und man hat wirklich mehr Spaß damit, weil diese XT-Kette ist wirklich nach 1500 Kilometer spätestens ist die Kette verschlissen und muss getauscht werden. Und bei der Kette kann man auf jeden Fall 2000 Kilometer fahren. Je nachdem natürlich auch, wenn ihr das Verschleißvideo von mir gesehen habt, da bin ich speziell drauf eingegangen, hängt der Kettenverschleiß hauptsächlich auch von anderen Faktoren ab und man kann das sehr schwer an der Kilometerzahl bestimmen. Das kommt halt auch immer sehr auf dem Fahrrad drauf an. Genau. Ich habe jetzt hier die schöne neue Kette noch eingepackt. Ich packe die jetzt gleich mal aus
Und dann zeige ich euch, wie wir die neue Kette montieren und natürlich auch die richtige Kettenlänge ermitteln. Das ist nämlich ein sehr, ja, was heißt umstrittenes Thema, aber man findet so viel Unterschiedliches im Internet. Also jeder schreibt was anderes, man kommt mit jeder Methode irgendwie auf eine andere Länge. Und deshalb werde ich euch einfach mal die in meinen Augen sinnvollste Methode zeigen, weil das ist die praktische Methode am Bike, wo man wirklich die Kettenlänge so ermittelt, wie man sie braucht. Ja, und nicht mit irgendwelchen Rechnungen ermittelt. Klar, wenn der Hersteller eine bestimmte Kettenlänge vorschreibt, ist es am einfachsten, ist aber sehr selten der Fall und es steht auch nirgends drauf. Deshalb ist es meiner Meinung nach am sinnvollsten, die Kettenlänge wirklich praktisch am Antrieb zu ermitteln. Und wie das geht, das seht ihr dann gleich. Ich empfehle euch auf jeden Fall, Handschuhe anzuziehen, da die neuen Ketten immer schon geschmiert sind. Und wenn ihr das ohne Handschuhe macht, dann habt ihr danach halt ganz schmierige Finger. Und es ist natürlich auch beim Montieren deutlich leichter. Wenn ihr Handschuhe anhabt, dann könnt ihr die Kette besser festhalten. Damit wir die Kette jetzt, sage ich mal, auch ja einfach montieren können und uns nicht unnötig schwere Arbeit machen, empfehle ich euch hier so ein kleines Kettenwerkzeug selber zu basteln. Ich zeige euch das eben mal. Das ist einfach hier eine abgebrochene Speiche mal gewesen. Ungefähr so eine Fingerlänge lang. Und dann habe ich die beiden Enden hier einfach ein bisschen weniger wie 90 Grad umgebogen. Und so sieht das Ganze dann aus. Und das dient einfach dazu, dass wir dann die beiden Kettenseiten, wenn es noch nicht vernietet ist, einhängen können. Seht aber jetzt auch gleich, warum ich das habe. Je nachdem, was ihr für eine Kette habt, ist noch entscheidend, ob es eine Montagerichtung gibt. Also ob die Kette quasi jetzt so montiert wird oder so montiert wird. Je nachdem, was ihr für eine Kette habt, kann es sein, dass es da eine Laufrichtung gibt. Die Kette hat jetzt keine Laufrichtung, bei der ist es egal. Shimano-Ketten beispielsweise haben eine Laufrichtung. Da gibt es dann eine beschriftete Seite und eine unbeschriftete Seite. Und die beschriftete Seite müsst ihr lesen können, wenn ihr von hier drauf schaut. Und dann ist die Kette auch richtig montiert. Also falls ihr hier doch die normale Shimano XT-Kette verwendet, dann bitte darauf achten, dass ihr die Schrift lesen könnt, wenn ihr hier auf die Antriebsseite schaut. Ja, wie ist es jetzt am einfachsten, die Kette erstmal zu montieren? Als allererstes müssen wir natürlich jetzt zwei Sachen machen. Wir müssen natürlich einerseits die Kette einfädeln und müssen dann auf der anderen Seite aber auch schauen, wie lang soll die Kette eigentlich werden. Und dazu ist es meiner Meinung nach am einfachsten, wenn wir vorne aufs größte Kettenblatt schalten und hinten aufs größte Kettenblatt. Weil unsere Kette muss mindestens genauso lang sein, dass sie eben ums größte Kettenblatt gehen kann, aber auch hinten ums größte Kettenblatt. Weil wenn sie dann so kurz wäre, dann würde ja das Schaltwerk sich hier extrem spannen, also beispielsweise so, und das wäre sehr schlecht. Also das Schaltwerk sollte maximal ungefähr in dem Winkel hier stehen, mehr sollte das nicht sein. Und das ist eigentlich auch, sage ich mal, dieser praktische Aspekt, wie lang eine Kette sein sollte. Die Kette sollte mindestens genau so lang sein, dass er auch um die beiden größten Zahnräder passt und dieser Schaltwerkwinkel hier nicht extrem ist. Also wenn der hier fast in einer Linie mit der Kettenstrebe ist, dann ist es zu heftig. Also der sollte ungefähr in diesem Winkel hier stehen. Steiler sollte der nicht stehen. Genau, und so müssen wir jetzt eben die richtige Kettenlänge ermitteln. Ich habe jetzt vorne aufs größte Kettenblatt geschalten und hinten aufs größte Kettenblatt geschalten. Hier möchte ich auch noch ganz kurz anmerken, wenn ihr die Kette einfach nur tauscht und der Antrieb schon montiert ist, könnt ihr das machen. Wenn ihr so wie ich aber das Schaltwerk neu montiert habt, dann kann es ja sein, dass ihr gar nicht hier hochschalten könnt. Dann müsst ihr einfach diese Schraube, die das Seilzug festhält, so festschrauben, dass ihr eben hier aufs größte Kettenblatt raufschalten könnt. Erstmal völlig egal, wie es dann schaltet. Wichtig ist nur, dass ihr hier aufs größte Kettenblatt kommt oder Zahnrad kommt. Das ist eben wichtig. Ja, und dann fange ich einfach an, die Kette anzulegen. Wo ihr jetzt anfangt, ist eigentlich egal. Ich habe es mir halt angewöhnt, immer als erstes vorne die Kette einzulegen und dann nach hinten zu gehen, weil es meiner Meinung nach am einfachsten ist. Also quasi hier durch. Dann lasse ich die Kette hier erstmal so ein bisschen runterhängen. Und jetzt hänge ich die Kette hier aufs größte Ritzel. Schaltwerk ist natürlich jetzt auch an der richtigen Position. So. Dann biege ich mein Schaltwerk um, nach unten. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr beim Schaltwerk, hier ist ganz oben noch so eine Durchführung, da müsst ihr auf jeden Fall durchgehen. Da bitte drauf achten, das vergessen viele und dann gibt es so ein komisches Geräusch. Das funktioniert dann zwar trotzdem, aber es gibt ein sehr komisches Geräusch und ist auch nicht gut für den Verschleiß. Also da wirklich drauf achten. Ja, und jetzt kommt dann nämlich schon unser schönes Speichenwerkzeug ins Spiel. Das kann ich nämlich jetzt hier
in die Kette einhängen. Ich empfehle euch, es oben einzuhängen. Warum, das seht ihr dann später noch. Ja, jetzt kann ich das Werkzeug hier festhalten und kann den anderen Teil der Kette einhängen. Und jetzt muss ich hier nicht irgendwie die Kette festhalten. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kann ich das hier natürlich so einhängen, dass die Kettenglieder schon mal genau nebeneinander liegen. Bei der Kette ist es jetzt so, da müsst ihr auch drauf achten, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, so eine Kette zu befestigen. Und zwar habt ihr einmal die Möglichkeit, das mit einem Kettenschloss zu machen. Das Kettenschloss sieht dann so aus, das sind einfach zwei einzelne Glieder mit einem Bolzen, die wir dann von der einen, also von der rechten und der linken Seite einhängen. Das ist jetzt bei der Kette auch der Fall. Das Schöne ist, dass sich das mit einer Kettenschlosszange ganz einfach wieder lösen lässt. Und man braucht kein Spezialwerkzeug, um das Ganze zu montieren. Also kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, ich werde euch alle Werkzeuge verlinken, die ihr braucht, um eine Kette zu lösen mit Kettenschloss. Oder wenn ihr eine Kette habt ohne Kettenschloss, wird alles in der Beschreibung nochmal genauestens stehen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich unsere richtige Kettenlänge ermitteln. Wer aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht noch. Ich habe ja gesagt, der Winkel hier sollte auf jeden Fall nicht allzu klein sein. Und jetzt ist er natürlich sehr groß. Also wir haben hier noch deutlich Puffer. Und wenn wir die Kette jetzt so montieren würden und vorne aufs kleinste Kettenblatt schalten würden und hinten aufs kleinste Ritzel, dann wäre die Kette zu lang. Die Kette würde unten durchhängen und würde wahrscheinlich rausspringen und die ganze Schaltung würde nicht richtig funktionieren. Also eine zu lange Kette ist auch nicht gut. Deshalb muss die Länge eben genau passen. Ja, und da ist jetzt halt das Schöne mit unserem Werkzeug aus der kaputten Speiche, dass wir das perfekt anpassen können. Weil ich kann das jetzt einfach aushängen und kann den Winkel hier verkleinern. Dann hänge ich es hier ein, dann schaue ich, okay, na gut, könnte ruhig noch ein bisschen straffer sein. Dann hänge ich es noch eins weiter. So, und dann denke ich mir, okay, so ist es eigentlich ein sehr angenehmer Winkel. Und so würde ich die Kette dann einfach montieren. Man könnte es auch noch straffer machen, allerdings glaube ich, dass es dann ein bisschen zu viel wird. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und hier würde es jetzt eigentlich perfekt passen. Man muss natürlich auch noch darauf achten, welches Kettenglied man hier jetzt ausnieten muss. Ich habe es jetzt nochmal ein straffer gemacht, weil es sonst mit dem Kettenglied hier nicht hinhaut. Wir brauchen nämlich, damit das Kettenschloss funktioniert, zwei schmale Kettengliederenden. Also wir haben jetzt hier schon ein schmales Kettengliedende und hier müssen wir es so abnieten, dass wir auch ein schmales haben. Und das würde jetzt perfekt hinhauen. Wenn ich jetzt, welchen müsste ich rausmachen? Genau den hier müsste ich rausmachen. Dann könnte ich das perfekt hier einhängen und dann hätten wir diesen Winkel vom Schaltwerk. Und der ist eigentlich perfekt, da haben wir nach oben noch ein bisschen Spielraum und nach hinten hin dürfte das Ganze auch funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, nieten wir hier jetzt mal zu langen Teil aus und dann machen wir das Kettenschloss ran. Jetzt kann ich auch noch mal zeigen, was ich meinte mit dem schmalen Kettenglied. Das ist eben ein schmales Kettenglied und das dahinter ist ein breites, ja, weil in das Breite wird so ein schmales eingehängt. Und wir brauchen, damit das Kettenschloss funktioniert, zwei schmale. Wenn ihr das Ganze jetzt mit einem Stift wieder verpressen müsst, weil ihr keine Kette habt mit Kettenschloss, wie zum Beispiel bei der XT-Kette, dann bräuchtet ihr hier ein schmales und hier ein breites. Ja, genau. Ich werde jetzt hier einfach mal das rausmachen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wir haben hier ein breites. Wenn ich jetzt hier rausmache, dann zieht sich die Kette noch ein bisschen weiter hin. Dann finde ich den Winkel schon wieder fast zu viel, deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher, weil eins rausmachen ist immer einfacher als eins wieder ranmachen. Weil wenn ihr die Stifte zu oft rein und raus macht, halten die irgendwann nimmer und dann ist eben die Stabilität der Kette nimmer gewährleistet. Deshalb werde ich jetzt, ja, welches mache ich raus? Ich denke, ich werde das hier rausmachen. Genau, das haut eigentlich ganz gut hin. Wenn ich das rausmache, kommt hier noch das Kettenschloss dazwischen, dann wird die Kette nur noch minimal kürzer und dann ist das in Ordnung. Okay, dazu braucht ihr jetzt euer Kettennietwerkzeug. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Als erstes schrauben wir hier oben die Schraube raus, die die Kette festhalten soll. Dann lege ich das Werkzeug an, so, dass die Kette hier drin liegt. Schraube die Schraube fest, dass die Kette fixiert ist. Und jetzt funktioniert das Werkzeug eigentlich ganz einfach. Hier vorne ist ein Bolzen drin und wenn ich den reinschraube, drückt es den Stift raus. Man hört es dann auch, das klickt, dann ist der Bolzen aus seiner, ja,
seiner Passung rausgesprungen und dann reicht es schon. Ja, dann lösen wir wieder beide Schrauben. So. Und jetzt können wir die zu langen Kettenglieder einfach abnehmen. Und der letzte Schritt besteht jetzt nur noch darin, die beiden Kettenenden mit dem Kettenschloss zu verbinden. Dazu nehme ich die beiden Kettenschlossenden, dann stecke ich eins auf die Innenseite, eins auf die Außenseite und jetzt muss ich das Ganze nur noch einhängen. Jetzt ist das Ganze schon eingehängt, aber es ist noch nicht gesperrt. Also das Ganze muss jetzt noch einmal gezogen werden, dass das Kettenschloss dann vollständig in seiner Passung eingerastet ist. Dazu nehmen wir unser Werkzeug ab und jetzt müsst ihr einfach ziehen, bis es einrastet. Es kann manchmal etwas schwer gehen, je nachdem, gerade bei den neuen Ketten. Sollte das Kettenschloss jetzt immer noch nicht eingerastet sein, wenn ihr es mit der Handkraft nicht hinbekommt, dann ist es am besten, wenn ihr vorsichtig die Kette hier hoch bringt, also das Kettenschloss. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist natürlich jetzt noch nicht eingerastet, dass das Kettenschloss quasi hier oben ist. Und dann könnt ihr nämlich einfach das Vorderrad mit der Bremse blockieren und hier einfach mal schön auf die Kurbel einen Schlag geben. Dann habt ihr hier Belastung auf der Kette und dann sollte es eigentlich einspringen. Das hat sich doch gut angehört. Habt ihr das gehört? Das hat jetzt so ein Klicken gemacht und das war jetzt eben das Kettenschloss ist reingesprungen. Ich zeige es euch gleich auch nochmal, wie es aussehen soll, weil es wirklich wichtig ist, dass das Kettenschloss richtig montiert ist, weil es wäre sehr ärgerlich, wenn das ja nicht hält. So sollte das Ganze aussehen. Also es muss wirklich schön eingerastet sein. Jetzt sind wir schon am Ende vom Video. Ihr wisst jetzt, wie man eine neue Kette montieren kann, beziehungsweise die alte demontieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und bekommt es selber hin. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben oder per E-Mail mit Fotos. Ich helfe euch gerne weiter. Wenn ich die Nachricht dann auch sehe, oft geht irgendwie was unter, dann einfach nochmal nachfragen. Es sind trotzdem immer einige Leute, die mir schreiben und da kann es einfach mal passieren, dass ich was nicht sehe. Genau, ansonsten geht es natürlich in der Videoreihe weiter. Die ganze Schaltung muss natürlich auch noch eingestellt werden. Da wird es jetzt auch die nächsten Tage noch weitergehen. Für alle die, die nur die Kette gewechselt haben, viel Spaß beim Fahren jetzt wieder mit der neuen Kette. Die nächsten 2000 Kilometer solltet ihr eigentlich sicher sein, je nachdem wie ihr fahrt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit anderen Videos. Macht es gut. Servus.